Wir schreiben das Jahr 1401 in Bremen. Zu dieser Zeit lebte dort ein Mädchen mit dem Namen Johanna. Sie war ein Waisenkind. Ihre Eltern waren im letzten Winter an der Pest gestorben. Nun lebte sie auf der Straße. An einem kühlen Frühlingsmorgen lief sie hungrig durch den Hafen. Im Hafen lag das Segelfrachtschiff Hansekogge. Wie gerne würde ich an all die fremden Orte fahren, von denen die Seefahrer erzählen. Aber ich als Mädchen habe ja eh keine Chance anzufeuern. Man erzählt sich, Mädchen und Frauen würden an Bord Unglück bringen. Ich schneide mir die Haare kurz und ziehe mir statt einem Kleid eine Hose an. Ich klebe mir mit Honig ein Bart aus Rattenhaaren an. Sie versteckte sich in einem Fass an Bord und wurde aber wenig später vom Kapitän entdeckt. Hey Junge, was versteckst du dich hier im Fass? Ich wollte nur... Bursche, wenn du schon mal hier bist, kannst du auch arbeiten. Nichts lieber als das. Ich bin Johann. Was kann ich tun? Du arbeitest als Mutti und hilfst den Matrosen bei ihrer Arbeit. Der Kleine da kann arbeiten? Das hoffe ich. Wenn Johann nicht arbeiten kann, werfen wir ihn über Bord. So wie der sich hier reingeschmuggelt hat, wäre das die gerechte Strafe. Na, dann zeig mal, was du drauf hast, Johann. Johanna ging mit ihm mit und fing an zu arbeiten. Sie machte ihre Arbeit gut, sehr gut. Nun hatte sie jetzt endlich wieder ein Dach über dem Kopf.